Das Martinswerk im Quadrat Ichendorf in der Nähe von Köln. Seit über 100 Jahren werden hier Chemikalien hergestellt. Ein Grund dafür, dass hier nur feuerlose Lokomotiven fahren durften. Die Lösung? Dampfspeicherloks. Eine Dampfspeicherlok ist bereits vorhanden. Sie stammt aus Oberbruch und wartet nun hier auf ihre feuerlose Schwester vom Martinswerk. Ein aufwendiges Unternehmen, denn eine Speicherlok bringt rund 40 Tonnen auf die Waage. Auch für diesen Transport sind Spezialwagen notwendig, die Heavy Cargo im Bestand hat. Bis die zweite Dampfspeicherlok verladen ist, wird noch ein ganzer Tag vergehen. Zunächst wird auf den Berggleisen rangiert. Werner Storck von HCS hat heute die Leitung. Die Dampfspeicherlok hinter uns ist eine Maschine aus Oberbruch, die wir gestern hierher gebracht haben, nach Quadrat Ichendorf, wo jetzt eine zweite Dampfspeicherlok zugeladen wird. Beide Lokomotiven gehen dann nach Schaffhausen in der Schweiz zur Firma DLM, Dampflokomotiven und Maschinenfabrik, und werden dort wieder restauriert und möglicherweise für spätere Einsätze wieder hergerichtet. Die Speicherlok des Martinswerks wartet noch im Schuppen. Für den Transport wird letzte Hand angelegt. Die Loks wurden zum internen Rangierverkehr genutzt. Wir hatten ursprünglich 4 Maschinen. Das war also die größte vorhandene Anzahl. Da wurden 3 waren täglich im Einsatz. Eine im Entladeverkehr für den Rohstoff, eine zum Laden an den jeweiligen Verladepunkten und eine zur Zugzusammenstellung. Die Maschine ist Baujahr 1959, wurde gebaut von der Maschinenfabrik Jung in Jungenthal bei Kirchen an der Sieg. Das ist also eine ganz traditionsreiche alte deutsche Lokomotivfabrik. Das ist die letzte Fahrt mit der Lok. Tja. Mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Aber wie gesagt, die hoffnungsvolle Zukunft, das stimmt mich ja doch heiter. Ne? Ich bin seit 38 Jahren hier im Betrieb, da bin ich mit groß geworden mit dieser Lok. Aber bin ich 30 Jahre mit gefahren. Das ist schon schwer. Die letzten Meter im Martinswerk. Die Ära der Dampfspeicherloks geht nun endgültig zu Ende. Also die muss vorne an die Kuppelbohle ran, ansonsten haben wir keine Chance. Wir kriegen nichts hier unten auf dem Wagen direkt festgemacht, das geht nicht. Zum Aufladen wird eine Rampe zusammengesetzt. Was machen wir denn jetzt als erstes? Die Rampe abheben und dann unten auf die Gleisen absetzen. Wie lange wird das dauern? Wenn es gut läuft, eine Stunde.
der Aufwand besteht halt darin, dass man für derartige Transporte die Transportgenehmigungen der beteiligten Bahnen benötigt. Das ist ein Antragsverfahren, das seine Zeit in Anspruch nimmt, weil alle zu befahrenden Strecken natürlich geprüft werden müssen, ob die Profilfreiheit gewährt ist etc. Ansonsten muss man halt um dieses Spezialfahrzeug, das ist ein Niederflurwagen der Bauart SMRRS 720, der gemeinhin als rollende Landstraße auch bekannt ist, aber für Spezialtransporte von Schienenfahrzeugen von uns so umgebaut wurde. Man braucht halt, um den Wagen zu beladen, eine Rampe, die entsprechend passgenau angestellt wird. Und dann geht die Verladung von Schienenfahrzeugen, in dem Fall jetzt der Dampfspeicherloks, mit einer elektrischen Winde, die an dem Wagen justiert wird. Und mit einem Drahtseil wird dann das Fahrzeug hochgezogen, nach den Beladevorschriften der Bahnen gesichert. Und wenn die Transportgenehmigungen vorliegen, wird dann eine entsprechende Fahrt zum Zielort durchgeführt. Setzen Sie erst die Rampe jetzt an, befestigen die an die Gleisstücke. Jetzt kommt gleich der Moment. Ja, und dann wird es gezogen. Wo der Hund das Bein. Eine gute Stunde später. Die Rampe nimmt Formen an. Das jetzt Tatsache richtig verschraubt werden? Hält das nicht so? Nein. Wir Aufbauer, wir müssen dafür garantieren. Die Lok wird auf den Transportwagen gezogen. Zentimeter für Zentimeter rollt die Speicherlok auf die Rampe. Der Transportwagen ist fast erreicht. Bisher verläuft alles ohne nennenswerte Probleme. Ja, ich denke schon. War spannend die letzte Phase, aber hat alles prima geklappt. Jetzt wird die Lok für die Fahrt verankert und mit Ketten gesichert. Der nächste Tag.
Im Güterbahnhof Groß-Gerau wartet die Dampfspeicherfuhre auf eine neue Zuglok. Es ist eine besondere E40128, Museumslok des DB-Museums in Koblenz. Die grüne E40 befindet sich wieder weitgehend in ihrem Auslieferungszustand Ende der 50er Jahre. E40128 rangiert vor dem Zug. Leider ist der Zug nicht weit gekommen. Bereits in Mannheim ist Feierabend. Man hatte vergessen, die Speicherlok zu entwässern. 10 Kubikmeter Wasser bringen fast 10 Tonnen Mehrgewicht auf die Waage. Zu viel für den Transportwagen. Bereits bei der Ausfahrt hängt er durch.